freut es natürlich, dass der Mannschaft so helfen konnte. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir als Team souverän aufgetreten sind und ja, souverän auch in die nächste Runde eingezogen sind. Letztes Jahr sich ansieht, war es nicht so einfach mit dem Elfmeterschießen. Dieses Jahr wollten wir natürlich gleich anders auftreten. Immer schön. Also letztes Jahr hatte ich einige Chancen gehabt, die ich leider liegen gelassen habe. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, in der Saison mal das ein oder andere Tor zu schießen. Und ja, dass natürlich im ersten Pokalspiel schon so geglückt ist, freut mich umso mehr. Und ja, wenn ich der Mannschaft so helfen kann und auch mit meiner Art und Weise, wie ich auf dem Spiel, im Spiel bin, freut es mich einfach. War ein schöner Kessel, aber das, was wir uns vorgenommen haben, muss man sagen, haben wir 90 Minuten lang gut umgesetzt. Genau das, was wir trainiert haben, das hat den Gegner auch vor Problemen gestellt. Wir haben genau gewusst, wo wir ihn schaden können und haben auch in diese Räume reingespielt, viele Torchancen kreiert. Aber ja, ich sage mal, das Wort von gestern, Effizienz, wenn wir da öfters getroffen hätten, dann hätte es vielleicht schon in der ersten Halbzeit 3-0 stehen können. Vieles klappt eigentlich schon gut. Man hat aber auch gesehen, gestern, bevor wir das 1-0 machen, hatte Aue eine Riesenchance gehabt nach einem Konter, wo wir einfach ja, die Konterabsicherung noch nicht so forciert haben. Und das ist ein Punkt, den müssen wir ansprechen, analysieren und auch besser machen. Okay, ich sage mal okay, weil ja natürlich, man trifft ganz gerne. Ich hatte gestern eine Riesenmöglichkeit, habe mich leider für den falschen Abschluss entschieden. Aber dann ein paar Minuten später, man muss ja immer weitermachen und dran glauben, habe ich dann Delano ein Tor vorbereitet. Da bin ich auch sehr glücklich, dass der wieder auch getroffen hat. Das braucht der Junge. Und ja, dann mit dem 2-0 war dann das, denke ich mal, schon gegessen. Und ja, nächstes Mal muss ich ihn reinhauen und nicht lupfen. Die Tore, die werden dann kommen. Wichtig ist, dass man zu Torchancen kommt. Und ja, das, wie wir uns jetzt noch verbessern können, das werden wir uns jetzt sicher diese Woche ansehen. Bochum gut analysieren, da haben wir ja nicht so gut ausgesehen, die letzten zweimal auswärts. Das wollen wir jetzt am Samstag ändern. Ich hatte mit Kevin jetzt in der Vorbereitung öfters Kontakt gehabt und ja, er ist richtig heiß auf das Spiel und ist ja klar, er möchte natürlich dem alten Verein zeigen, was für eine Qualität er hat und wir werden es aber gut vorbereiten und das Wichtigste ist, dass wir in den 90 Minuten einfach Vollgas geben, das Spiel souverän bestreiten wie gegen Aue und dann bin ich überzeugt, dass wir mit unserer Qualität am Wochenende direkt mit 3 Punkten starten können.